Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command 1942 Szenario Mehrspieler. Mal sehen, was jetzt alles wieder verloren gegangen ist. Bin ja ganz froh, dass da gar nicht so reingekommen ist. Dann hält der Ort optisch einen Moment länger. Oder hielt einen Moment länger, ist vielleicht die richtige Version. Jetzt haben sie leider auch das rumänische Öl. Man merkt ja so langsam auch an den reinen Punktzahlen, wie es hier dezent ein wenig zusammenbricht. Die italienische Armee. Kann die leider nicht weiter aufhalten. Panzer da eigentlich gerne rausziehen und dann soll das Korps versuchen, die Stadt zu halten. Der Panzer ist ja noch vergleichsweise wertvoll. Ja, und nachdem man schon auf der einen Seite der Front so viel verloren hat, man vergisst immer so schnell, dass es ja noch die andere Ecke der Front gibt. Die schönen Tech 5 schweren Panzer der Westalliierten. Muss ich eigentlich erwähnen, dass es leider noch kein Schlamm oder so gibt oder kein Regen? Oder ist das schon so weit klar, dass man es auch nicht mehr sagen muss? Oh nein, sie bilden das Nationalkomitee Freies Deutschland. Ich fürchte, jetzt müssen wir bald aufgeben. Aber nur wegen diesem Nationalkomitee, natürlich nicht. Das sind wir aufgrund der Lage hier. Strategischer Rat. Oh, der jugoslawische Widerstand wird stärker. Da sollten wir mal was tun. Hey, hier kommen ein paar Einheiten zurück. Also, du. Na gut, der hat jetzt schon ein bisschen verschanzt. Der kommt dort nicht rein. Und dann schon mal ganz dringend da zurück. Du kommst da rein. So, du musst hier mal eben zusehen, dass die Eisenbahn kaputt bleibt. Und jetzt habe ich gerade schon falsch geguckt. War doch eigentlich Ziel, diese Runde die obere Linie zu bombardieren, weil die untere wurde schon im letzten Zug erwischt. Und jetzt hatte ich mich gerade vertan und geglaubt, das hier sei die untere Linie, also das da. Aber eigentlich muss ich der Bombe auch weiter absetzen. Ich hoffe einfach mal, dass die obere Linie jetzt auch nicht intakt ist. Ich will da eigentlich nicht so weit stehen lassen, weil sonst kommt hier schon der Mechanisierte und haut den einfach weg. Ja, oder geh mal hier ins. Da ist ein bisschen Hochgebirge dazwischen. Geh mal so irgendwie in Sicherheit. Aber ansonsten. Hier noch irgendjemand, der übrig ist, diesen Ort so ein bisschen zu verteidigen. Kommt sonst auch zurück. Oh, wir können mal austeilen. Ungewohntes Gefühl geworden. Okay, passt da jeweils auf Partisanen auf. Du kannst es aber vielleicht lieber auch von da oben machen. Und du kommst zurück und jetzt denke ich, versorgtes Gebiet endlich mal. Ihr haltet stumpf das Öl noch so lange, wie es geht.
Müssen ja auch noch ausharren, genauso wie die. Da könnten wir den Ort zurückholen, aber was das bringt. Natürlich auch hier so ein bisschen. So irgendwie zusehen, dass die Orte eine zu hohe Stärke kriegen. Sonst nie, ja. Wie sieht das hier aus? Wie bei 53%. Die Italiener brauchen jetzt leider ihre eigenen Einheiten inzwischen auch selbst. Ishida bald Seiten wechseln wird. Wir haben viel zu viele nationale Moralziele für eine kippende Moral. Gut. So, diesen Panzer würde ich eigentlich gerne in Sicherheit bringen. Der muss da jetzt nicht verheizt werden in der Festung. Würde ihn noch drauf gehen, also beziehungsweise befestigte Ortschaft. Tja, 2-2 wegen Abfangjäger. Das lohnt sich tendenziell eher nicht. Muss das Hauptquartier da weg? Wie sah es denn hier aus? Die Pioniere arbeiten noch. Du kriegst nochmal irgendwie mindestens ein paar Infanteriewaffen. Irgendwer aus diesem Schwung neue Einheiten. Was da rein? Vielleicht regnet es ja am nächsten zu. So, dieser Panzer ist auch weg. Kannst du es dir ja schon mal in der Nähe von Berlin bequem machen. Hoffen wir, dass er da sicher steht. Tja, das Eisenbahngeschütz müsste eigentlich auch weg, genauso wie der Panzerzug. Wenn wir hier noch versuchen, seinen Treffer zu machen, müsste dann eigentlich abdampfen. Diese Rakete, die können da insgesamt alle ja nichts mehr ausrichten. Oh, diese Einheit kann auch angreifen. Sogar dahin. Wird interessant. Also, dass man da mal einen Jäger angreifen darf. Ansonsten, die sind hier eigentlich, ja, die sind alle verloren. Tief hoffnungslos. Ich meine, die sind hier unten eh durch und haben eine Eisenbahn und so. Also ich meine, die Eisenbahn können wir nochmal unterbrechen. Kein, beachtlicherweise keinen Treffer machen. Lass dann den Ort verdrücken. Das war jetzt sehr symbolisch dafür, wie diese Runde gerade läuft. Aber gut, ich springe schon wieder ein bisschen zwischen den Fronten. Das hier irgendwie stopfen. Krakau braucht eine Einheit. Liegt so hinter einem Fluss, das kann man vielleicht im Moment verteidigen. Görlitz kriegt sonst erstmal eine Garnison noch dazu. Also, du kommst da definitiv raus. Du bist viel zu wertvoll, als dass du da einfach gekesselt wirst und drauf gehst. Du kommst da rein. Du versuchst dich hiermit abzusetzen. So, warte. Ja, das ist innerhalb unserer Grenzen, weil wir könnten den noch verlegen. Zum Beispiel hier irgendwo hin, dass der Ort nicht einfach so fällt. Dann gibt es hier eine neue Garnison. Ja, vielleicht auch. Könnte man zumindest die Sowjets da hoffentlich noch eine Weile aufhalten. Pioniere Schaufel noch, aber den hier wollte ich schon mal verstehen. Stärken, wir haben jetzt das Problem, aber dass die Alliierten mit wahnsinnigem Tempo vorrücken. Und, ja, dieses Hauptquartier muss dann wohl nach hinten. Und dieses Hauptquartier würde ich dann, also, ansonsten einfach nur wieder ganz stumpf gekesselt und so vernichtet. Das
Nun nicht sein. Eine bulgarische Garnison. Können wir die denn noch irgendwo hinschmeißen? Ja, nicht so direkt, dass es sich lohnt, sagen wir es mal so. Können jetzt einfach noch irgendwie Orte sichern. Vielleicht kann der ja noch wieder an das Land zurückreiten. Wobei, das ist eine Rumäne, der wird eh gleich weg sein, aber. Ja. Also, wir kriegen das da drüben einfach nicht ausreichend zu, die Front. Und dann hier wird da demnächst ganz schön auf Land zugreifen können, leider. Oder wenn wir den auf Transportboot setzen, hier lang fahren und dann hier rein nach Kiel, dann könnte man da noch irgendwie hin verschieben. Also ehe die hier zu sehr durchbrechen, soll natürlich irgendjemand rein. Das Eisenbahngeschütz kann er meinetwegen austeilen. Ich glaube nicht, dass es Schaden macht. Oder wenn, dann höchstens am Ort, aber es muss eigentlich auch weiter weg. So, und dann würde ich sagen, dieses Korps Nürnberg, dann haben wir noch irgendwelche Fallschirmjäger, die wir bauen jetzt. Fallschirmjäger so dringend brauchen. Ja, auch noch irgendwie, das muss auch gehalten werden. Erstmal nach hinten, vielleicht in den Ort, dann noch irgendwer für Schweinfurt. So, können wir dich jetzt auch nicht nach Kiel bringen ohne so viele Zwischenfälle, das ist gut. Ja, das wird vielleicht einen Moment halten, hoffe ich. Bei den italienischen Einheiten, wobei das, da wäre es auch schöner, in Rom selbst irgendwer gebrauchbar steht. Rechnen uns ja hier bald durch. Du deckst mal ein bisschen das, wenn die hier nach Süden einfach nach Italien rein wollen. Rom selbst sollte lieber auch noch eine vernünftige Truppe stehen. Und wenn Vichy nächst auf deren Seite ist, muss irgendwer die da aufhalten. Haben wir noch eine Luftabwehr, Artillerie und ein bisschen Kram. Die können ja es sich in Berlin, glaube ich, schon mal bequem machen. Das scheint ja hier schon unerfreulich bald hier drüben loszugehen. Nach diesem Panzer. Dann oder hier hinter und in der Hoffnung, dass die den nicht zu sehr direkt einkesseln. Kommt dieser schwere Panzer und macht ihn einfach platt. Oder hier unten, falls der Panzer vorziehen will und wenn nicht, ja gut, versucht er halt noch schnell nach Berlin zu ziehen, aber diese Luftabwehr, die macht sich hier schon mal irgendwo dagegen bequem. Die Artillerie wahrscheinlich auch. Die und ihre Schaufeln auch, dass man hier irgendwie so eine Art letztes kleines Gefecht schlagen kann. Es wäre jetzt ein sehr schönes Wettertiming, wenn das mal auch wieder zu Hilfe kommen würde. Ja. Die Luftwaffe, die sind ja bald hier in Berlin. Dann formiert euch auch schon mal hier irgendwo in der Nähe Berlins.